So, nimm Platz, lieber Olli. Dankeschön. So, erstmal freue ich mich, dass wir mal gemeinsam essen gehen. Gleich wird hinter mir auf dem Monitor eine Rolle und eine Situation entstehen. Mhm. Und die wirst du dann verkörpern müssen, ja, bis bei mir genau dasselbe stattfindet und dann wird das gewechselt. Ja. Ja. Das Ganze nennt sich ein Tisch für zwei. Jetzt wünsche ich dir erstmal schönen guten Appetit. Wir wollten lange essen gehen. Endlich ist es soweit. Endlich ist es soweit. Ja. Kommt so das Essen zu uns, wenn wir nicht essen gehen. Dankeschön, so ohne Serviette. Ach so, sollen wir die noch auf den Schoß legen? Das macht ja nichts. Ich habe ja die Klamotten, sind ja nur ausgeliehen, ist mir egal. Aber gut, machen wir so. Von Heinz Schenk. Den kennt keiner mehr. Doch, da hinten stehen noch die Kulissen vom Blauen Bock. Ist ja ganz schön, dass wir jetzt hier so zusammenkommen. Weißt du, mein Sohn, es ist Folgendes. Ich hab dir das ja gut schon ein paar Mal gesagt, aber du wolltest es nicht glauben. Der Mann mit dem roten Mantel, das war der Feuerwehrmann damals. Ich habe es ein bisschen anders dargestellt. Ich habe dir immer gesagt, es ist ein Nikolaus, aber du hast ja mitgekriegt, dass dein Zimmer abgebrannt ist, weil du so bescheuert warst, den Toaster anzulassen. Moment, Moment, Moment. Was willst du mir gerade erzählen? Ich muss dir leider sagen, dass der Weihnachtsmann damals war, der hat dann später deine Mutter geheiratet, weil ich sie natürlich verlassen habe, weil sie die schon längere Zeit mit Absicht das Zimmer angesteckt hat. Das heißt, ich könnte zu dem Weihnachtsmann jetzt Papa sagen? Ja, das kann eigentlich nicht sein, weil ich zu diesem Zeitpunkt ja schon dein Vater war, ne? Liebe Olli, ich wollte dir mal was sagen. Oh. Wir sitzen nur zusammen und ich weiß nicht, wie viele Jahre ich noch vor mir habe. Und es gibt eine Sache, die wollte ich nicht mit ins Grab nehmen. Hm. Es gibt eine Sache, die ich sagen wollte. Du hast letzte Woche, hast du deinen, nun lach mal nicht so, das ist wirklich auch was Schwieriges, dir das zu sagen. Du hast deinen Browser aufgelassen von deinem MacBook und ich bin gegen die Maus gestoßen und ich habe deinen Homebildschirm gesehen und was ich da sah, war dein Spotify-Jahresabschluss und das hat mich wirklich tief erschüttert. Ja. Und ich glaube, ich möchte dir einmal sagen im Leben, dass diese neue Schlagerwelt, die so auf uns zukommt, mit Musik, rein gar nichts mehr zu tun hat. Wenn man Musik von Helene Fischer hört, oder Vanessa Mai, oder noch viel schlimmer, Beatrice Eklig, dann muss ich dir sagen, dass ich mit deinem Musikgeschmack als Großvater, als Letzter, der dir vielleicht noch ein bisschen was mit auf den Weg geben kann, nicht einverstanden bin. Und deswegen hoffe ich, dass du das änderst und endlich mal wieder gute Musik hörst, wie zum Beispiel die Straßenbande 187. Straßenbahn 187. Rüdiger, ich kann das nicht mehr lesen, weil meine Augen, Rüdiger. Aber eins kann ich dir versprechen. Ich kann immer noch sehen, wie dick du geworden bist. Du füllst mein Herz mit Unbill und mein Bett mit einer tiefen Kuhle neben mir. Deshalb. Das kann nicht dein letztes Wort gewesen sein. Das kann nicht dein letztes Wort gewesen sein. Hallo? Hey, Oma! Okay. Was? Nur mein Freund.
wir können das jetzt hier auf die eine oder andere Weise machen. Ja? Wir, auf die andere? Wir können das jetzt auf die langsame Art und Weise machen, ja? Dann wirst du hier vor mir, jetzt bist du mal ruhig, jetzt bin ich mal dran. So, Ruhe jetzt. Was denn? Entweder wir machen das auf die kurze oder die lange Art und Weise. Ich werde jetzt eine Frage stellen. Entweder beantwortest du mir die Frage, ja, dann geht es hier weiter. Oder du beantwortest mir die Frage nicht. Dann geht's nicht. Und dann wirst du trotzdem hier bleiben, ja? Und dann werden wir so lange fragen, so lange, wie es das Gesetz zulässt und vielleicht etwas darüber hinaus, bis du mir dann sagst, was los ist, okay? Okay. Ich weiß, dass du weißt, wo sie sind und ich will, dass du mir das jetzt sagst. Wo sind meine Geschenke versteckt? Wo hast du sie hingetan? Komm. Pass mal auf, du solltest dir mal was durch den Kopf gehen lassen, aber nicht unter 9 mm. Meine Damen und Herren, das war ein Tisch für zwei. Das ist zäh, oder?